Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Nagellacksammlung zu sehen. Meine Haare sind ein bisschen, naja, wie sie halt sind. Ich bin hier irgendwie dreckig und nass und der Kleine hat mich voll gesabbert und ich habe gemalt. Deswegen, also falls irgendwo weiße Punkte sind, ist das deswegen. Aber ich habe gedacht, ich drehe dieses Video mal eben für euch, damit ihr das dann nachher auch sehen könnt. Und ja, Nagellack ist das Thema. Ich habe nach wie vor viel Nagellack. Wer mich schon länger kennt und vielleicht auch schon mal ein Sammlungsvideo oder so von mir gesehen hat, weiß vielleicht schon, dass ich da ein kleines Problem habe, minimal. Aber ich liebe Nagellack. Ich könnte ständig neuen Nagellack kaufen. Ich habe leider selten, also im Moment ist wieder die Phase, wo ich nichts drauf habe, selten Nagellack drauf, weil ich irgendwie keine Zeit dafür habe oder mir keine Zeit dafür nehme. Keine Ahnung. Aber wenn ich welchen drauf habe, dann liebe ich's und naja, ich würde sagen, ich gucke einfach mal, hole immer mal so ein paar raus und dann zeige ich die mal so grob in die Kamera oder zu meinen Lieblingen sage ich vielleicht auch mal ein bisschen was, mal schauen. Also ich würde sagen, wir fangen mal an mit denen von Lidl. Ich habe von meiner Mama einige geschenkt bekommen, relativ viele, wenn ich das jetzt gerade mal so sehe. Ich glaube, der hier unten ist vielleicht auch von Lidl. Nee. Okay, dann sind das jetzt, glaube ich, alle. Mal gucken. Also, die habe ich alle geschenkt bekommen. Ach, guck mal. So kann man die Farben auch relativ gut sehen. Ich zeige dir vielleicht dann nochmal kurz einzeln. Also, es ist einmal so ein... Das ist aus dieser Hello Summer Edition. Einmal rosa. Einmal so Flieder. Einmal pink. Einmal... Naja, Blauflieder, vielleicht ist das auch eher lila. Das Flieder, keine Ahnung. Dann einmal noch was Helleres. Hat aber einen Blaustich ein bisschen. Weiß. Und dann nochmal so ein bisschen was Glitzeriges. Ich glaube, ich kann euch auch den Namen sagen, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, das ist nicht so spektakulär. Ich glaube, es war sowieso eine LE und ja. Genau, das sind auf jeden Fall meine von Lidl. Und ich muss euch sagen, ich habe, glaube ich, diese fünf. Ich glaube, die hatte ich alle zusammen auf den Nägeln. Also wirklich jeder Hand, also jeder Finger in unterschiedliche Farben. Das sah so gut zusammen aus. Also war richtig hübsch. Und die decken auch relativ gut. Also ich glaube, am besten hat mir dieses Pinke gefallen. Es hat richtig gut gedeckt und ja, war total klasse. So, ich musste mal kurz den Akku wechseln. Jetzt geht's weiter. Ich habe ein paar mir von... Rival de Loop gekauft. Die sind alle reduziert gewesen und die habe ich aber tatsächlich alle erstmal beiseite gepackt, damit ich nicht aus Versehen sie anfange, weil ich so, so viele habe, die ich erstmal aufbrauchen muss. Aber naja, ich konnte nicht dran vorbeigehen und deswegen, ja. Haben, glaube ich, alle 79 Cent gekostet. Einmal dieser Effekt in Shine Lack. Der ist so ein bisschen schimmerig. Dann einmal Ultra Gel in so einem Orangeton, so ein dunkelorange. Das ist ein schöner Herbstton. Eigentlich hätte ich den jetzt mal benutzen müssen. Dann matt in so, ja, in so einem rosa, so einem hellen rosa. Huch. Effekt in Shine, das ist auch ein richtig schöner. Der scheint nur ein, bisschen. Und zwei Steps Express oder Two Steps Express. So ein pinker, so ein knalliger. Richtig gut. Genau, die werde ich mir alle nochmal ein bisschen beiseite packen, dass ich damit auch wirklich erst starte, wenn ich hier mal ein bisschen was aufgebraucht habe, weil es echt so viel mittlerweile ist. Also ich kann euch jetzt zum Beispiel mal zeigen, was ich immer auf den Füßen habe. Ich bin nämlich auch jemand, der seine Fußnägel lackiert. Da habe ich diese beiden von Trend It Up immer drauf. Und zwar ist das Farbe 210 und 250. Ja, immer abwechseln. Jeder, also ne, der große Zeh zum Beispiel blau und der nächste dann lila und so weiter. Und das benutze ich schon seit Ewigkeiten und es ist immer noch nicht alle, obwohl es so kleine Mini-Dinger sind. Und ja... Ich werde die auch so lange weiter benutzen und weiter auf meine Füße machen, bis sie alle sind. Und dann gibt es erst neue Farben für meine Füße. Aber da, das sind so die, wo ich sage, die werden wahrscheinlich als erstes leer. Hoffentlich, irgendwann mal. dann schaue ich mal, ich habe hier so ein paar, ja, sind mal rechts und links des Weges, die ich aber ganz cool finde. Von Emmy Nail habe ich einmal so einen Nagellack. Hier steht, glaube ich, keine Nummer oder irgendwas drauf. Ist auf jeden Fall richtig, richtig schön und richtig gut. Muss man auch, glaube ich, nur eine Schicht malen. Der ist klasse. Und ich glaube, die von Flo Ma sind auch super. Muss mal kurz schauen.
Ich habe hier ja so ein, ich zeige euch das mal. Ich habe hier ja so ein Etagere. Da habe ich das drauf. Genau, der ist auch von Flohmarkt. Also den weiß ich gar nicht, ob ich den überhaupt schon mal benutzt habe, ehrlich gesagt. Der ist matt. Sieht interessant aus, aber ich glaube, den habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Aber dafür die beiden. Und diesen hier mag ich auch sehr gern. Das ist ein richtig schöner Ton. Wie gesagt, von Flohmarkt. Das ist Amaranth JL06. Und das ist Raspberry Pink 382. Ist auch ganz cool. Ich mag auch irgendwie diese Flaschen. Ich finde das irgendwie ganz, ganz cool. Genau, das war Flohmarkt. Dann habe ich zwei oder drei, ich glaube zwei. Ich schaue nochmal. Ah, den habe ich doppelt. Genau, also von diesem Neon-Look, Rival de Lubiang, habe ich zweimal den grünen und einmal den pinken. Auch richtig fancy Farben, finde ich. Das ist eher, wenn man so auf ein Festival geht oder sowas, ne? Also jetzt nichts für den Alltag, finde ich. Wobei, oh, pink geht eigentlich auch im Alltag, bei mir zumindest. Ja, dann haben wir hier nochmal so ein bisschen was Pflegendes. Und zwar von Essence Hydra Nail Care Serum. Das ist dieses hier mit diesen kleinen Bubbles drin. Total niedlich. Benutze ich sehr selten, müsste ich öfter mal vielleicht benutzen, aber ja. Besser haben als brauchen. Und dann habe ich hier von Rival de Lubiang Shiny White Schwarzlichteffekt. Das ist richtig cool. Das haben Mausi und ich uns schon öfter auf die Nägel gemacht, wenn wir unten eine Party gemacht haben. Party bedeutet bei uns, wir beiden Erwachsenen und die Kinder, wir machen uns alle irgendwie hübsch, spritzen uns ein bisschen auf, wir Mädels schminken uns und dann gibt es halt Getränke. Entweder habe ich schon mal eine Bowle gemacht, natürlich eine alkoholfreie, oder ich habe Robbie Bubble gekauft, alkoholfreien Hugo oder irgendwie sowas. Und dann dürfen auch Sektgläser benutzt werden und es gibt Süßkram. Dann machen wir eine Schwarzlichtlampe an, manchmal schraubt Mirko auch noch die so eine Lampe rein, wie so ein Discolicht, was dann so bunte, ne, Discolichter macht. Und dann darf sich halt jeder nacheinander immer Musik wünschen und dann wird halt getanzt. Das ist immer so unsere Party. Und wenn wir das machen, dann haben wir halt auch immer gerne diesen Nagellack drauf. Und dann kriegen auch die Jungs ein bisschen Nagellack, einfach weil ja, die das auch cool finden, wenn sie dann ja, im Schwarzlicht leuchten. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit Essie an. Von Essie habe ich, glaube ich, den meisten Nagellack. Ja, den allermeisten. Ich muss mir das kurz mal so ein bisschen hier sortieren, was ich euch hier alles präsentieren kann. Ja, ich habe früher immer so ein bisschen geguckt, dass ich ganz viel günstigen Nagellack kaufe, weil ich halt immer viel haben wollte. Hab aber, ich höre ein komisches Geräusch, habe aber mit den Jahren festgestellt, dass es besser ist, Nagellack zu haben, wo man auch nur eine Schicht malen muss. Und jetzt habe ich halt ganz viel. Also, ich würde sagen, wir starten erstmal mit den durchsichtigen von Essie, die ich so habe. Essie Mini Single ist dieser hier. Da ist ein bisschen was raus. Dauert noch. Dann haben wir hier den Mini Gel Setter. Der hat einen relativ dicken Pinsel, finde ich. Und Mini All-in-One. So. Das sind die drei. Dann habe ich auch noch einen Good to Go. Da ist ein bisschen was raus, aber ja, es dauert auch noch ewig. Und was haben wir hier? Topcoat. Der ist halt weiß, aber ja. Da ist Topcoat drin. So, das dazu. Dann haben wir hier nochmal sowas Rosa. Das ist auch so ein Mini-Ding. Also so ganz minimal ist das Rosa, das kann man kaum erkennen. Von diesen Minis habe ich... Achso, ich habe hier noch einen gefunden. Noch ein Mini-Gel-Setter. Ja, so von denen habe ich relativ viel. Ich habe aber auch einige geschenkt bekommen, muss ich dazu sagen. Also ich habe mir das jetzt nicht gekauft und gedacht, oh, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Sondern ich habe halt, ja, wie gesagt, welche geschenkt bekommen. Dann habe ich hier sowas Glitzeriges von Essie. Sowas finde ich zu Weihnachten oder zu so, ja, festlicheren Anlässen immer ganz cool. Und dann noch einmal, das ist so ein Dunkelblau. Das finde ich auch ganz geil. Genau, kann man auch immer gebrauchen. So. Ein bisschen, wenn wir jetzt bei den glitzerigen Sachen mal bleiben, habe ich hier noch einmal so ein, mit mehr so einem kleinen lila Touch, so ein Glitzer. Und dann noch so einen etwas flüssigeren, mit weniger großen, also eher so ganz kleinen Schimmerpigmenten. Genau. Dann kommen wir hier zu der rosa Fraktion, sage ich mal. Das ist Farbe 40. Ist hier oben halt, das muss man ein bisschen so
Farbe 40, dann haben wir hier Farbe 15 und Farbe 79, da, wobei das eher so ein bisschen ins Beige-Bräunliche geht, würde ich sagen. Genau. Dann eine Farbe, die ich sehr, sehr gerne mag. Die ist auch so ein bisschen schimmerig, ist die 472. Das ist so ein Pink, aber halt mit auch so einem kleinen Schimmer drin. Dann haben wir die 52 und die 56. Der hier ist ein bisschen dunkler. Und ich würde sagen, da ist auch ein kleines bisschen mehr Schimmer. Das ist mehr so Weihnachten richtig rot. Dann haben wir hier einen Gel-Setter. 3D Pop Tints. Habe ich noch nie ausprobiert. Fand ich mal interessant scheinbar. Oder habe ich geschenkt bekommen? Ich glaube, den habe ich mir gekauft. Ist auf jeden Fall ein Topcode. So. Dann haben wir noch einmal einen Expressi Quick Dry Nail Color in Grau. Den finde ich ganz cool. Ist auch mal eine andere Farbe als sonst immer. Und, der sieht auch schon ein bisschen traurig aus, in so einem dunklen Türkis. Nee, die Farbe heißt anders. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, so ein Ton. Das waren, glaube ich, meine ganzen Essies. Einige habe ich ja, ne? So. Dann holen wir mal die anderen Patzen. Ich versuche mal so ein bisschen zu gucken, welche zusammengehören, aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Ich werde es einfach nacheinander alle zeigen. Von Essence, Shine Last and Go, habe ich einmal dieses Weiß hier. Shine Last and Go auch noch einmal in Schwarz. Schwarz kann man auch ab und zu mal gebrauchen. Und auch noch einmal in so einem hellen Rosa für so einen French Look. So ein unauffälliger kleiner Look. Und dann noch This Is Me Gel Nail Polish von Essence. Das ist wieder so eine schöne Farbe, so eine nudige Farbe, die man immer tragen kann. Genau. Die man immer tragen kann. Da finde ich auch diese beiden passen ganz gut. Einmal Color Show 60 Seconds. Wobei, davon habe ich, glaube ich, mehrere, oder? Dachte ich zumindest. Ja, hier. Der gehört auch noch dazu. Der gehört doch noch dazu, der gehört doch auch noch dazu. Also, vier Stück habe ich. Einmal diesen, da ist auch ein ganz kleines bisschen rosa mit drin. Ist auch was man immer tragen kann. Er ist übrigens von Maybelline. Dann die 353, ein schönes Rot. Die habe ich auch alle, glaube ich, noch nicht benutzt. Die packe ich mal mit hier an die Seite. Hatte ich im Adventskalender, meine ich. Die 357, das ist... Oh, das sieht schwarz aus für euch, aber da ist auch ein ganz kleiner, dunkelrot-bräunlicher Stich drin. Und das hier ist halt schwarz, 677. Genau. So, dann haben wir von Kiko einmal diesen Farbton, den finde ich auch ganz schön. Auch fast schlicht, finde ich. Dann haben wir Catrice. Einmal dieses... Ja, lila? Ist das lila? Ist auf jeden Fall schon mal total schön und ist so... Hat irgendwie so einen total coolen Look. Das ist ein Pink, aber so eins von der dunklen Sorte. Und dann haben wir... Na, die haben aber Ähnlichkeit miteinander hier, du. Ach so, das sind auch die gleichen. Ich habe diesen zweimal. Okay. Da werde ich auch einen im Adventskalender oder irgendwo gehabt haben und einen... ja, habe ich mir selber gekauft. Den einen packe ich mal beiseite. Dann habe ich noch einen ganz alten. Total crazy, dass der noch überlebt hat, dass ich den noch gar nicht weggetan habe. Von P2. 110 Dating Time. Last Forever. Ich mochte, glaube ich, auch die Pinsel damals gerne. Von P2. Ja, geht so. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne Farbe. Und deswegen ja, durfte das bleiben. Dann mein absoluter Lieblingsnagellack für Weihnachten und Co. auch. Und auch wunderschön von der Verpackung her. Der ist von L'Oreal. Das ist die 552. Ist einfach ein schöner Ton für Weihnachten. Wie gesagt, allein die Verpackung total klasse. Mag ich richtig gern. So, dann haben wir hier noch ein paar. Und zwar habe ich von Trended Up auch noch einen weißen. Weil ich mal überlegt hatte, mir die Fußnägel auch einfach weiß zu malen. Mir gefällt der Pinsel von diesen Trended Up Dingern, deswegen, und gerade auch für die Füße, deswegen ja, habe ich den von dieser Sorte genommen. Mal schauen, ob ich das mal hier, also ich stelle das mal mit zu meinen Fußnägeln, zu meinen Fußlacken, mal gucken, ob ich das dann mache. Dann habe ich hier noch
Einmal French Manicure Tint Painter. Das ist halt so ein. Oh, ich muss mal erstmal hier ein bisschen Farbe abstreifen. So ein ganz, ganz dünner. Der ist halt wirklich auch um, wenn man French machen will und vorne die Spitze halt weiß, ne, dass man das auch gut formen kann. Ah, habe ich schon mal benutzt, aber ich finde es immer schwierig, weil ich immer so ein bisschen zittrig bin. Aber an sich eine coole Sache. Dann habe ich hier nochmal so Nail Scrub mit Bambusextrakt von Rivaldo Loop Young. Auch wieder mit so Bubbles drin. Das stelle ich mir jetzt auf Liege. Dann habe ich von Trendup nochmal Quick Dry. Einmal in Rot, aber das ist eher so ein. Das sieht nicht ganz so festlich aus, finde ich. Das hat eher was von einem dunklen Orange. Aber ist ja auch okay. Dann noch einmal Gel Look. Da hatte ich ja diesen blauen, hatte ich ja schon von der Sorte. Und da habe ich das Ganze jetzt auch nochmal in so einem pink-lila Ton. Und als allerletztes habe ich noch einen Protecting Base Coat von Essence. Genau. Das sind meine Farben. Ganz schön viele, wie ich finde. Ich würde eine kurze Zählung durchführen. 3, 6, 7, 10, 13, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ist die Zahl. Ich habe neulich jemandem gesagt, dass ich 50 Nagellack-Fläschchen habe. Und da dachte ich schon, dass ich sehr großzügig rechne. Aber nein, das sind 68. Cool, Alex. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Ich habe einfach ein kleines Problem mit Nagellack. So sieht's aus. Und ich finde, wie gesagt, ich finde es total schön eigentlich hier drauf. Aber es wird halt auch sehr, sehr eng. Und ich habe schon überlegt, ob ich mir vielleicht irgendeine andere Aufbewahrung aussuche, wo ich die dann noch alles schön nebeneinander sehen kann. Da werde ich mal schauen. Vielleicht wünsche ich mir aufs zu Weihnachten mal gucken. Da passen dann aber halt nicht alle rein. Wie zum Beispiel der hier. Der ist, glaube ich, so ein bisschen klumpig dafür. Aber naja, mal gucken. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und jetzt habt noch einen schönen Abend. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.